Ich bin immer noch auf der Suche nach meinem nächsten Elektroauto und vielleicht, da wird es ein Peugeot E208. Den habe ich ein paar Tage zum Testen da und wenn euch interessiert, was mir an dem Auto gut gefällt, was mich daran aber auch stört und ob der Peugeot E208 vielleicht mein nächstes Elektroauto wird, dann bleibt gerne dran. Was bei so einem Auto als erstes natürlich auffällt, das ist die Optik. Und ich muss sagen, da fand ich den Peugeot E208 ganz schön, weil er wirkt auf mich relativ klein. Er hat eine Länge von gut 4 Metern und was mir auch wirklich gut gefällt, er ist relativ flach. Er ist viel flacher als die anderen Elektroautos, die ich schon Probe gefahren bin. Ja, und durch diese kurze Länge und auch durch die Flachheit des Autos, da ist es insgesamt relativ klein und kompakt, was mir eben wirklich gut gefällt, weil ich ja wieder ein kleines Elektroauto haben möchte. Das hier ist übrigens die GT-Variante und zwar noch vor dem Facelift. Genau, dass das ein Vor-Facelift-Modell ist, das sieht man vor allem hier vorne dran. Unter anderem einmal hier an dem Logo. Genau, das Peugeot-Logo ist da anders eingebunden, aber auch beispielsweise hier außen an den Säbelzähnen. Hier ist das einer und bei der Nach-Facelift-Variante wären das dann drei. Aber mir gefällt das insgesamt ganz gut, dass hier vorne eben direkt das Logo eingebunden ist und auch der 208-Schriftzug. Ja, und weitere Logos befinden sich auch noch am Auto. Das finde ich immer ganz schön. So haben wir das hier vorne in den Felgen. Da ist auch noch einmal der Löwe hinterlegt. Und natürlich auch hinten am Kofferraum, da haben wir auch noch mal einen Peugeot-Schriftzug und auch noch mal das Peugeot-Logo, was mir wirklich gut gefällt. Ja, in den Kofferraum, da wollen wir jetzt auch mal gemeinsam reinschauen. Und ich muss sagen, ja, der ist jetzt ein bisschen kleiner als die anderen Autos, die ich schon Probe gefahren bin. Aber mir reicht das aus. Da passt ein Wocheneinkauf rein. Das ist für mich ausreichend. Was mir beim Einkaufen aber schon aufgefallen ist, man muss die Sachen halt wirklich hier dolle über die Ladekante heben beim Rausholen, was ich dann nicht ganz so praktisch fand. Ja, und bevor ich euch jetzt sage, wie mir das Auto von innen gefällt, würde mich auch sehr interessieren, was ihr zum Peugeot E208 sagt, wie euch der gefällt. Und was ich auch noch ganz spannend finde, der Peugeot E208 sieht genauso aus wie sein Verbrenner-Pendant, der Peugeot 208. Ja, man sieht das beispielsweise nur hier an dem E, dass es sich hier eben wirklich um die E-Variante handelt. Und jetzt gehen wir mal gemeinsam ins Auto und ich erzähle euch, wie mir das gefällt. Ja, was schon mal ganz schön ist, das Auto hat Keyless Entry und Keyless Go. Das heißt, ich muss den Schlüssel nur bei mir in der Hosentasche haben und schon öffnet sich das Auto. Ja, hier gefallen mir auch wirklich sehr gut die Stoffsitze auf den ersten Blick. In der Mitte ist zwar so ein bisschen Kunstleder und auch hier an der Seite, aber insgesamt ist der Hauptteil wirklich Stoff. Und Stoff gefällt mir da immer viel besser als Kunstleder. Und es gibt hier eben auch wirklich schöne Ziernähte in Grün. Die finden sich dann auch in der Tür nochmal wieder und sogar auch im Lenkrad. Und das Ganze ist da schon wirklich schön aufeinander abgestimmt. Beim Lenkrad, da sagen ja viele, es wäre relativ klein. Aber ich muss sagen, ich bin damit jetzt ja schon ein paar Strecken gefahren. Und das Lenkrad, das hat gut funktioniert. Ich bin damit wirklich gut klargekommen. Was mir hier auch wirklich noch gut gefällt, ist, dass es ein Glasdach gibt. Und dieses kann man sogar auch schließen. Das finde ich wirklich immer sehr schön, wenn man da die Wahl hat, das Glasdach eben auch zuzumachen, wenn es sehr heiß ist. Ja, im Auto ansonsten hat mir auch die Übersichtlichkeit sehr gut gefallen. Einmal wirklich beim Blick in den Spiegel nach hinten, aber auch über die Außenspiegel oder wenn ich den Schulterblick nach hinten mache. Ja, bei meiner ersten Fahrt hatte ich aber auch gleich ein negatives Erlebnis, weil ich hatte eine große 1,5 Liter Flasche mit, es war sehr warm und die konnte ich hier tatsächlich nirgendwo abstellen. Hier in die Mitte passt sie nicht rein. Na klar, wenn keiner da ist, dann kann ich sie auch auf den Beifahrersitz stellen. Ja, wenn jemand dabei ist, geht das natürlich nicht und sie kann auch schnell umkippen. Ist nur eine Kleinigkeit, aber ich finde das eben immer schön, wenn einfach auch eine große Wasserflasche im Auto Platz hat. Ja, ich bin jetzt auf eine kleine Wasserflasche hier immer umgestiegen für das Auto. Das funktioniert dann natürlich auch. Ansonsten konnte ich mir bei meiner Fahrt natürlich auch die Assistenzsysteme hier im Auto ganz genau anschauen. Und ich muss sagen, da war ich erst verwundert, weil die befinden sich hier gar nicht am Lenkrad wie bei anderen Autos, sondern hier hinten an so einem zweiten Hebel und da hinten ist ein Kippschalter, wo ich dann in einer oder wenn ich länger drücke auch 5er und 10er Schritte die Geschwindigkeit dann erhöhen oder eben auch verringern kann. Ja, das war anfangs doch sehr ungewohnt und ich habe auch so einen Moment gebraucht, um rauszufinden, wie dolle muss ich draufdrücken, damit ich 1er Schritte oder 5er oder 10er Schritte mache. Ja, und was mir dabei auch aufgefallen ist beim Tempomaten, er bremst mir zu langsam ab. Wenn ich auf einer Landstraße unterwegs bin und dann von 100 beispielsweise auf 70 oder auch auf 50 runterbremse, dann dauert das Ganze mir einfach zu lange. Und ja, dann habe ich teilweise eben auch schon selber gebremst, um auf der Höhe des Ortseingangsschilds dann auch wirklich die 50 erreicht zu haben. Ja, was mir bei den Assistenzsystemen hingegen wirklich gut gefällt, ist, dass diese bis zur Höchstgeschwindigkeit funktionieren. Das Auto hier, das hat eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h, wobei ich auch schon 152 gefahren bin.
Und das gefällt mir eben immer ganz gut, wenn man nicht eingeschränkt wird bei den Assistenzsystemen und diese bis zur Höchstgeschwindigkeit funktionieren. Ja, der Spurtassistent, der hat bei meinen Fahrten so semi-gut funktioniert. Er hat zwar die Spur gehalten, aber doch relativ stark immer geschwankt und mir teilweise auch zu weit rechts auf der Außenlinie ist er mir da gefahren oder auch auf der Autobahn dann zu weit links. Das ist wahrscheinlich noch so ein bisschen verbesserungswürdig. Insgesamt hat meine Fahrt aber wirklich mit dem Peugeot hier gut geklappt. Und das Fahrgefühl, das hat mir auch gut gefallen. Und wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann würden wir uns auch sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und wenn ihr dazu noch die Glocke drückt, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr von uns. Beim Peugeot hier, da kann ich zwischen verschiedenen Fahrmodi wählen. Das geht hier über den Drive-Mode-Schalter. Und dann kann ich eben wählen, ob ich im Eco-Modus, Normal-Modus oder auch Sport-Modus fahren möchte. Und ich muss sagen, bei meinen Fahrten, da bin ich so mischgefahren im Normal- und im Sportmodus. Zum Überholen auf der Autobahn, da war der Sportmodus natürlich schon deutlich besser, weil man nur mit dem Sportmodus die volle Leistung hat. Ja, aber insgesamt war mein Fahrgefühl eben wirklich gut und der Sportmodus mit der Beschleunigung, der reicht mir da auch absolut aus. Es gibt aber noch etwas, was mich vor allem bei meinen Fahrten im Stadtverkehr wirklich gestört hat. Und zwar hat das Auto hier kein Auto-Hold. Das verstehe ich immer nicht, warum Autos kein Auto-Hold haben. Auch der Jeep Avenger hatte das beispielsweise ja schon nicht. Ich habe dann die Wahl, wenn ich an die Ampel ranfahre, hier die Parkbremse zu aktivieren, damit ich dann nicht nach vorne rolle. Ja, weil wenn ich ohne Assistenzsysteme an die Ampel fahre und dann bremse und den Fuß von der Bremse nehme, rollt das Auto hier sonst einfach weiter. Und für mich ist das einfach ein Komfortaspekt, dass ein Auto auch wirklich Auto-Hold hat. Ja, und das hier, das hat das leider nicht. Und ich muss sagen, bei meinen Fahrten, es war wirklich immer sehr, sehr warm und die Klimaanlage, die hat mich bisher nicht so ganz überzeugt. Ich kann hier wirklich zwischen den verschiedenen Temperaturen wählen und ich kann auch die Stärke der Klimaanlage anpassen. Und ich muss sagen, ich bin jetzt meistens in meinem Automodus gefahren, musste aber wirklich die Temperatur dann hier richtig dolle runterschalten und habe die Klimaanlage dann noch hier immer auf volle Pulle gemacht. Ich mache es jetzt mal wieder leiser, weil das Mikrofon sonst einfach sehr laut den Klimaanlagenton immer aufnimmt. Ich habe natürlich aktuell noch nicht die App, um das Auto vorzuklimatisieren. Aber daher hoffe ich mir dann wirklich viel, dass wenn ich das Auto über die App vorklimatisiere im Sommer, dass es bei der Fahrt insgesamt dann auch kühler ist, dadurch, dass der Innenraum schon abgekühlt ist. Ja, ich hatte hier auch vor meinen Fahrten das Auto wirklich immer nochmal durchgelüftet und dann musste ich trotzdem die Klimaanlage aber eben so gering einstellen, weil mir das sonst einfach viel zu warm war. Mit dem Infotainment hier im Auto, da habe ich mich natürlich auch schon beschäftigt und ich muss sagen, hier das Display, das ist relativ klein. Man kann aufpreispflichtig sich auch noch ein größeres Display hier im Auto zulegen. Hier außen sind halt auch wirklich so fette schwarze Balken, wodurch das Display insgesamt dann auch eingeschränkt wird. Genau, man kann hier dann auch zwischen Musik wählen, der Navigation, der Klimaanlageneinstellung oder auch telefonieren und man findet auch so die wichtigsten Fahrzeugeinstellungen hier im Infotainment. Ja, was ein bisschen schade ist, das Auto hier, das kann zwar Apple CarPlay, aber nur für das Telefonieren. Wenn ich dann wirklich Musik hören möchte, dann muss ich mein iPhone hier anschließen per Kabel, um dann eben auch Apple Music nutzen zu können. Der Aspekt beim Infotainment, mit dem ich mich bisher wirklich am meisten beschäftigt habe, das ist die Navigation. Ja, das Navi, das hat mich generell gut zu meinen Zielen gebracht. Ich muss aber sagen, bei meiner ersten Fahrt, da wollte es mich über eine Autobahnabfahrt führen, die wirklich gesperrt war, was ich weiß, weil ich da öfter lang fahre. Ja, das war natürlich nicht so ein tolles Erlebnis. Ich hoffe mal, das liegt wirklich vielleicht nur daran, dass das Auto hier nicht mit dem Internet oder auch mit den Services verbunden ist und deswegen einfach keine aktuellen Kartendaten hatte. Ja, ansonsten hat die Navigation zu anderen Strecken dann aber wirklich immer relativ gut funktioniert. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das Auto hier keine intelligente Laderoutenplanung kann. Ich werde euch das jetzt ganz kurz einmal zeigen. Dafür werden wir jetzt exemplarisch mal nach München das Auto navigieren lassen. Ja, die Strecke wird dann auch berechnet, aber wir sehen eben, dass hier rechts mir keine Ladesäulen eingeplant werden. Und ich sehe tatsächlich auch nochmal nicht, wie weit ich komme, weil ich einfach hier beim Display nicht weiter rauszoomen kann. Bei anderen Autos gibt es dann ja immerhin noch so eine Reichweitenbubble, die einem anzeigt, wie weit man kommt. Bei dem Auto hier, ja, da ist das nicht so. Das heißt, wenn ich wirklich mal eine längere Strecke fahre, dann muss ich selber vorab wirklich, wir machen das oft mit dem Better Route Planner, eben schauen, wie weit komme ich denn wirklich und muss ich unterwegs laden. Genau, also über Reichweite und Ladesäulen, da sollte man sich bei dem Auto hier wirklich selber Gedanken machen. Ja, und apropos Reichweite und Laden, das Auto hier, das hat einen 50 Kilowattstunden Akku. Ja, und netto sind davon 46 nutzbar. Und wenn man dann an den Schnelllader fährt, da kann man dann mit bis zu 100 kW laden. Und den Verbrauch vom Peugeot E208, den werden wir uns als nächstes jetzt mal ganz genau zusammen anschauen.
Um den Verbrauch vom Peugeot E208 besser einschätzen zu können, bin ich mit diesem Auto und meinem Fiat 500e genau die gleiche Strecke gefahren. Und zwar 20 Kilometer sowohl im Stadtverkehr als auch über die Landstraße und die Autobahn. Und mit dem Peugeot, da hatte ich einen Verbrauch von 20 Kilowattstunden, mit dem Fiat, da waren es 18,3. Ja, somit ergibt sich eine theoretische Reichweite beim Peugeot von 230 Kilometer, bei meinem Fiat 500e, da waren es 202 Kilometer. Und ich muss sagen, das gefällt mir gut, dass die Reichweite hier vom Peugeot da ein kleines bisschen höher ist, weil ich habe auch immer gesagt, bei meinem nächsten Elektroauto, da darf die Reichweite auf keinen Fall weniger sein als bei meinem Fiat 500e. Ja, hinsichtlich der Reichweite kann der Peugeot auf jeden Fall also schon mal überzeugen. Man kann ihn optional auch mit Wärmepumpe bestellen, sodass man dann im Winter auf jeden Fall ja wahrscheinlich nicht so hohe Reichweiteneinbußen hat. Ja, genauso entscheidend wie die Reichweite ist aber auf jeden Fall auch der Preis für mich. Und als nächstes schauen wir uns den jetzt mal ganz genau gemeinsam an. Den Peugeot musste ich inzwischen wieder abgeben und deswegen stehen wir jetzt hier bei meinem Fiat. Ja, und ich möchte euch jetzt noch was zum Preis vom Peugeot erzählen. Ich interessiere mich ja für das Leasing und da wurde mir jetzt ein Gebrauchtwagen auch in der GT-Ausstattung angeboten, ja, weil der verfügbar war. Und wir waren uns auch unsicher, ob bei der niedrigeren Ausstattung alle Features dabei sind, die mir wichtig sind, deswegen eben auch die GT-Ausstattung. Genau, und es handelt sich dabei um ein Modell vor dem Facelift. Ja, das hat den Grund, weil ein Gebrauchtwagen vor dem Facelift deutlich günstiger ist als ein Nach-Facelift-Modell. Aber ich muss auch sagen, ob das jetzt vor dem Facelift ist oder nach dem Facelift, das ist mir eigentlich optisch relativ egal, weil ob der vorne drei oder ein Säbelzahn hat und ob das Logo ein bisschen anders eingebunden ist, das ist mir egal, weil ich finde beide Varianten echt schön. Und beim Leasing, da interessiere ich mich ja für das Leasing über 3 Jahre mit 10.000 Kilometern pro Jahr und einer Anzahlung von 2.000 Euro. Und da würde mich der Peugeot 289 Euro pro Monat kosten. Ja, ich muss sagen, 3 Jahre ist mir eigentlich ein bisschen lang für das Leasing, weil es ja auch so ein paar Dinge gab, die mir jetzt nicht so gut gefallen haben am Auto. Darum habe ich auch nochmal angefragt, was das Ganze für 2 Jahre ohne Anzahlung kosten würde. Und das sind 297 Euro pro Monat. Und ich muss sagen, der Preis, der liegt bei beiden absolut in meinem Budget. Denn ich habe gesagt, unter 300 Euro ist meine Anforderung, soll das Leasing kosten. Ja, und das erfüllt der Peugeot. Und damit kommen wir jetzt zu einem Fazit. Was mir beim Peugeot wirklich gut gefallen hat, das ist die Größe. Denn das Auto, das ist wirklich schön klein. Und mein Fiat, das ist ja auch ein kleines Auto. Und ich möchte auch wieder ein kleines Auto haben. Und auch beim Fahren, da hat mir die Übersichtlichkeit wirklich gut gefallen. Ja, das Lenkrad, das hat mich nur teilweise überzeugt. Denn je nachdem, wie ich gesessen habe, ist das Lenkrad gegen meine Beine beim Fahren gekommen. Was dann natürlich nicht so optimal ist. Ja, allerdings war das Lenkrad wirklich super leichtgängig. Und das hat mir gut gefallen. Und auch das Fahrgefühl im Peugeot, das war wirklich toll. Es gibt aber auch so ein paar Dinge, die ja, mich einfach gestört haben. Das ist einmal das Navi, denn das ist wirklich so ein bisschen altmodisch und es gibt nicht mal so eine Reichweitenbubble, die mir anzeigt, wie weit ich denn komme. Ja, auch die Software, die ist auch noch so ein bisschen verbesserungswürdig, da teilweise Text einfach auf dem Display abgeschnitten war. Und auch das Vorklimatisieren hat mich nur teilweise überzeugen können. Ich habe ja nicht die App, aber man kann auch über den Peugeot selber so Vorklimatisierungsprogramme voreinstellen. Und das habe ich auch ausprobiert. Und teilweise hat das wirklich gut funktioniert, das Vorklimatisieren. Und das Auto war dann auch wirklich richtig schön kalt. Allerdings hat es ein paar Mal auch nicht geklappt. Und das Vorklimatisieren, das ist mir wirklich super wichtig, weil ich im Sommer wirklich in ein kaltes Auto einsteigen möchte. Und im Winter möchte ich einfach, dass die Scheiben frei sind. Darum würde es mich auch sehr interessieren, wenn jemand von euch den Peugeot fährt und auch die App-Anbindung hat, wie zuverlässig denn das Vorklimatisieren funktioniert. Ja, was mir hingegen wirklich wiederum gut gefallen hat beim Peugeot, das ist der Preis, denn unter 300 Euro sind für mich absolut in Ordnung. Allerdings gibt es dann ja so ein paar Abstriche, die ich eben auch machen müsste. Deswegen bin ich mir da noch ein bisschen unschlüssig. Ja, und wenn euch interessiert, wie meine anderen Probefahrten so waren mit dem ID.3 oder auch dem Smart Hashtag One, dann schaut doch gerne in die Videos hier mal rein. Und ansonsten hoffen wir, euch hat dieses Video gefallen und damit bis zum nächsten Mal bei Tofi elektrisiert.